Methodisch sind sie so, wie jetzt diese Präsentation nicht ist, sie sind so, dass man sie anwenden kann in mehrsprachigen Gruppen, also eben nicht ein Haufen deutscher Text. Das bringt, wenn ich jetzt mit 20 verschiedenen Ländern hier sitze, bringt das nicht besonders viel. Die meisten Präsentationen und Materialien, die wir haben, sind so gemacht, dass man sie auch in der mehrsprachigen Gruppe gut anwenden kann. Das heißt, es wird viel mit Symbolen, Bildern gearbeitet und dass die Leute eben nicht dann mit Sachen visualisiert werden, die sie gar nicht beziffern können. Wir nutzen natürlich die Materialien aus unseren Schwesterabteilungen, also Forschung und Arbeits- und Gesundheitsschutz und auch die Experten, die Erkenntnisse, die es da gibt. Wir sind beteiligt an vielen Projekten, die nationale Organisationen machen. Also nationale Organisationen, das sind einerseits wie ÖGB, DGB und also die Dachverbände, es sind aber auch die Branchengewerkschaften auf der nationalen Ebene, wo wir beteiligt sind als stille Partner, weil Geld können wir ja da nicht weder einbringen noch kriegen, aber dass wir einfach unsere Erkenntnisse aus der europäischen Bildungsarbeit da auch einbringen und aber auch wieder aus der nationalen Ebene Sachen mitnehmen. Zum Teil, auch jetzt, das betrifft dann eher kleinere Gewerkschaften, die auch keine so komfortable Ausstattung haben, die profitieren auch von unserer Beratung oder Unterstützung auch bei ihren nationalen Bildungsaktivitäten. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, wir sind zwar ein unabhängiger Verein, aber wir arbeiten eigentlich ganz stark im Auftrag der Gewerkschaften. Und wenn ich ein Seminar für den Eurobetriebsrat organisiere, ist eigentlich der zweite Schritt nach der Anfrage ist Kontaktaufnahme mit der zuständigen Gewerkschaft, die ich dann versuche herauszufinden und zu gucken, wissen die Bescheid, was haben die beizutragen, was soll man da für ein Training machen, über was soll dieses Seminar überhaupt stattfinden und können sie vielleicht sogar selber teilnehmen und so weiter. Also das ist schon eins unserer Ziele, dass das immer in Abstimmung mit den Gewerkschaften läuft und nicht eben in dem Sinne unabhängig von Gewerkschaften. Das machen andere Bildungsanbieter nicht in dieser Konsequenz jedenfalls. Wir haben seit Juli 2007 wurde das erste Mal eingerichtet eine Vollzeitstelle, um diese EDR-Seminare durchzuführen. Das war bislang auch so, dass immer einer aus der Bildungsabteilung, also vom Vorgänger der Bruno de Maistre, ist in ganz Europa rumgereist und hat Seminare durchgeführt, zum Teil eben auch mein Kollege Jean-Claude, der hat ihm dabei ausgeholfen. Derzeit sind natürlich auch die Seminarzahlen gestiegen, also seitdem gibt es dreimal mehr Seminare als vorher. Es wird jetzt in Zukunft, ich rechne eigentlich mit einem starken Anstieg an Bildungsnachfrage, insofern werden wir das ein bisschen anders organisieren. Wir werden uns auch ein Trainernetzwerk noch aufbauen mit externen Trainern, die aber dann auch mit unseren Konzepten und unseren Materialien auch arbeiten, sodass irgendwie der Qualitätsstandard auch gesichert ist. Das ist Zukunftsmusik, aber das hängt eben auch mit der neuen EBR-Richtlinie zusammen. Zum festen, nennen Sie jetzt mal Kundenkreis, obwohl ich eigentlich gewerkschaftlichen Zusammenhängen sollte man eigentlich eher nicht über Kunden sprechen, aber sozusagen unsere Zielgruppe, das sind eigentlich, die schon mehrfach gekommen sind, sind etwa 50 Unternehmen. Aber wenn man sich jetzt anguckt, die Zahlen, die der Romek gesagt hat, es gibt über 900 Eurobetriebsräte, dann ist es nicht sehr viel. Man kann hoffen, dass ein Großteil der anderen zu eben den nationalen Gewerkschaften geht oder bei den Föderationen auch ab und zu mal Bildung macht. Ich befürchte eher, ein Großteil macht überhaupt gar keine Seminare, macht selten eine Fortbildung, weil es auch bisher natürlich auch keinen Rechtsanspruch gab darauf. Man musste das ja auch immer individuell durchsetzen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal auf dem Markt unabhängige Anbieter, die auch damit ihr Geschäft machen und manche, die natürlich auch dahin, muss ich nicht mal einfach aufsehen, wir haben da auch eine Konkurrenz. Im Durchschnitt dauern die Seminare zwei Tage, es gibt manchmal längere, manchmal aber auch nur Tagesschulung, manchmal auch mal Halbtages, das kann man ja schon nicht mehr Schulung nennen, eher mal so Input, ne? Aber also da gibt es eigentlich alles, im Durchschnitt dauern sie etwa zwei Tage und es gibt Eurobetriebsräte, die lassen uns die komplette Organisation machen, also da ist es nicht an eine Sitzung angehängt, sondern da wird auch von uns dann die ganze Logistik gemacht, also Hotel und sowas, Dolmetschung organisiert.
Es gibt aber auch viele Euro-Betriebsräte, das ist die größere Zahl, also 75%, wo das Unternehmen diese Organisation übernimmt und wir sozusagen nur das Seminar selber durchführen, weil es dann vor oder nach einer EBR-Sitzung stattfindet. Das ist natürlich für uns weniger Arbeit. Ne? Darf ich fragen, in welchen Sprachen macht ihr das? Gut, in der Regel hoffen wir natürlich darauf, dass es Dolmetschung gibt. Insofern, der Trainer redet dann in einer der Sprachen, die es eben dort angeboten gibt. Unsere Materialien haben wir standardmäßig in 5, 6 wichtigsten Sprachen, also Arbeitspapiere und sowas, wo eben dann doch mal Text drauf ist. Und die Präsentationen sind eben dann alle mit viel Bildern, so dass man da auch das erkennen kann. Ja, welche Themen machen wir? Ich meine, das eine sind natürlich, die Basics sind klar, rechtliche Grundlagen. Der Renner war natürlich in den letzten 2 Jahren die neue EWR-Richtlinie. Aber auch, wie kann man die Unterrichtungs- und Anhörungsrechte durchsetzen? Da gibt es manchmal den rechtlichen Weg, das durchzusetzen, der ist manchmal schwierig und langwierig. Es gibt aber auch dann eben politische Möglichkeiten, das durchzusetzen. Auch das versuchen wir dann dort zu diskutieren. Was gibt es andere für Möglichkeiten, um eben die Rechte durchzusetzen, anstatt jetzt gleich vor Gericht zu gehen. Aber manchmal muss man eben auch das tun. Ne? Und das ist, sollte man auch keinem Arbeitgeber ersparen. Ne? Das hilft meistens für die langfristige Erziehung. Ein Thema ist immer. Was hoffen Sie, wie Tiere kommen in den Spiel? Genau. Ihr kennt das von der nationalen Ebene, macht ihr das ja auch. Ja, ja. Wichtig ist auch immer das Thema, was sind länderübergreifende Themen, also welche Themen werden überhaupt im Euro-Betriebsrat behandelt und welche aber auch nicht. Da gibt es ja auch viel Streit mit den Unternehmensleitungen drüber, es gibt auch innerhalb des EWR immer Auseinandersetzungen drüber, was für ein Thema machen wir, was gerade hier nicht. Wir gucken, dass wir die ganzen rechtlichen Standards und auch gewerkschaftlichen Standards, die haben ja auch alle ihre Guidelines verabschiedet, was mindestens ein EWR alles können und tun muss. Das versuchen wir dann gegenüberzustellen mit der eigenen EWR-Arbeit, mit der eigenen Vereinbarung und dann auch einzuschätzen, wo muss was verbessert werden, muss die Vereinbarung verbessert werden oder ist die Vereinbarung vielleicht auch ganz gut und muss die Praxis eher ein bisschen optimiert werden. Wir versuchen in den Seminaren rauszuarbeiten, was sind überhaupt die Erwartungen an den Euro-Betriebsrat, an das Management. Besteht keineswegs immer Einigkeit drüber. Es gibt unterschiedliche Auffassungen zu. Das ist ein wichtiger Schritt für die Gremien, da auch mal einen Konsens herzustellen, zu sagen, so, das ist jetzt unser gemeinsamer Nenner. Daraus wird dann vielleicht auch eine Prioritätenliste oder gar ein wichtiges Arbeitsprogramm entwickelt. Neu hinzu kommt jetzt eben, was sind Aufgaben und Rechte des besonderen Verhandlungsgremiums. Das müssen wir jetzt neu ins Angebot aufnehmen. Das ist bisher, gab es glaube ich 1, 2 Fälle, wo das auch mal gemacht wurde, wo es mit dem Unternehmen vereinbart wurde. Aber bisher gab es ja nur ein Recht auf Experten und die Experten haben dann immer versucht, so nebenher so ein bisschen auch einen Bildungsteil reinzumachen. Also jedenfalls, ich habe das immer so gemacht. Aber in Zukunft werden dann, weil der Romek hat es ja auch schon angesprochen, die Ressourcen bei den Gewerkschaften werden ja auch nicht mehr, die werden ja eher knapper. Und wenn die Experten dann knapp sind oder vielleicht auch das auf mehr Schultern verteilt werden muss innerhalb einer Gewerkschaft, auch auf Schultern, wo noch nicht jeder 10 Jahre Erfahrung mit EWR-Arbeit hat, dann ist es gut, vielleicht so ein Bildungsmodul sich dann dazu zu kaufen, um auch den Verhandlungsexperten dann auch ein Stück weit mitzuschulen. Ne? So. Muss man vorsichtig auszudrücken. Wenn ich sage, gibt es Leute, die haben keine Ahnung, die wissen schon, wie man verhandelt, aber die haben manchmal von dem EWR-Thema keine Ahnung und die Leute, die Ahnung haben, werden einfach weniger in den Organisationen. Insofern ist das gut, dass es da jetzt einen Anspruch auf Bildung in die Verhandlungsgremien gibt und natürlich, was sind überhaupt Inhalte einer EWR-Vereinbarung? Das ist manchmal bei euren Betriebsräten auch noch ganz interessant, eben auch für die Verhandlungsgremien. So, dann ein anderer Themenbereich ist natürlich, was ist das Besondere an der Arbeit, an der länderübergreifenden Arbeitnehmervertretung, also der Klassiker ist da, Arbeitnehmervertretung in den verschiedenen Ländern, wie funktioniert das? Das ist ja auch häufige Quelle für Missverständnisse und dann auch Ursache für Konflikte.
weil man gar nicht weiß, was hat denn der polnische Kollege da für eine Rolle, was hat er für Kompetenzen, was hat er überhaupt für Hintergründe. Insofern ist es auch immer gut, wenn man die Systeme da ein bisschen kennenlernt. Dass, wenn es gut läuft, fängt man damit schon im Verhandlungsgremium auch an. Ne? Aber spätestens, wenn der Euro-Betriebsrat besteht, sollte man sich da immer mal wieder mit beschäftigen. Wir machen Sachen, Module zur interkulturellen Kommunikation. Das baut natürlich auch auf den unterschiedlichen Traditionen und Systemen auf. Ne? Weil Kultur im gewerkschaftlichen Sinne ist dann nicht nur, wer kommt zu spät und wie gibt man sich die Hand, sondern ist auch, wie macht man Arbeitnehmervertretung, was haben wir dafür so historische Backgrounds, wie schreiben wir gerne lange ausführliche Verträge oder tun wir lieber mündlich mit dem Arbeitgeber was regeln. So, also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Kulturen und das ist dann schon auch Teil in den Seminaren. Wir haben Fallbeispiele, also das sind zum Beispiel so Sachen, die dann in verschiedenen Sprachen vorliegen, wo man dann auch mal Übungen mit euch machen, sagen, versetzt euch mal in die Lage des anderen Kollegen aus einem anderen Land rein, was für eine Situation ist der eigentlich und wie würdet ihr in der Situation handeln, um einfach auch das Verständnis füreinander zu wecken. Neues, also es ist eigentlich kein neues Thema, es ist ein uraltes Thema, die Verzahnung zwischen lokaler und europäischer Interessenvertretung, die hat noch nie gut geklappt. Es ist in der neuen EWR-Richtlinie auch nochmal verankert worden, dass dazu Regelungen zu treffen sind in den Vereinbarungen. Wir machen, das ist auch ein Schwerpunkt in den Seminaren, auch dass man den Link verbessern. Das ist einfach, weil ohne Belegschaft im Hintergrund, die von der Arbeit was weiß, ist das ja alles ziemlich sinnlos, was man da tut auf europäischer Ebene, wenn die Belegschaft davon nichts mitkriegt. Ein anderer Bereich ist, wie kann man Themen gemeinsam